Was geht ab, Leute? Sane ist wieder da, heute mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 965 und ich sage euch, dieses Kapitel wird episch. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir nach dem Video ein Abo dalassen würdet und jetzt Intro ab. Auf der Coverpage sehen wir, wie vorletzte Woche von mir angekündigt, wie Capone die Keimpiraten besiegt hat. Wir erfahren zudem, dass Toki nach Wano möchte, weil es das Heimatland ihrer Eltern ist. Aber sie weiß selbst nicht, wo sie eigentlich geboren ist. Naja, möglicherweise in Wano-Mädchen? Die Whitebeard-Piraten fliehen währenddessen vor der Marine. Oden fragt sich, warum man gegen die Marine nicht kämpft. Whitebeard erzählt, dass die Weltregierung im Moment einfach nicht plant, Wano einzunehmen und vermutlich möchte Whitebeard einfach die Weltregierung möglichst fern von Wano Kuni halten. 2 Jahre nachdem Oden Whitebeard jointe, wurde Momonosuke auf dem Schiff geboren. Oden hat jetzt ein Wanted-Poster und ich hoffe, wir erfahren, wie hoch sein Kopfgeld ist. Iso ist der Meinung, Oden solle an seine Familie denken und nach Hause zurückkehren. Doch Oden sagt, er möchte nicht und Toki sagt, sie sei damit einverstanden. Die Whitebeard-Piraten sind größer geworden und haben nun 5 Divisionen. Oden ist der Leader der 2. Division und jetzt wissen wir auch, weshalb diese Position so lange vakant gehalten wurde. Und jetzt einer der Hammer dieses Kapitels, und zwar sehen wir, wie Blackbeard als kleiner Knirps der Whitebeard-Piratenbande joint. Und scheinbar war Blackbeard ein Weise, was zu der Theorie Blackbeard ist der Sohn von Rocks passen würde. Je länger die Abenteuer gehen, desto mehr möchte aber Oden selbst auch nach Hause. Odens Vater Sukiyaki ist sehr krank und wollte eigentlich, dass Oden sein Nachfolger wird, doch da dieser nicht da ist, soll Orochi solange die Position übergangsweise übernehmen. Orochi verheimlicht seinen Nachnamen Kurozumi. Orochi verspricht es irgendwann Oden und Sukiyaki seine Schulden zurückzuzahlen, während er den Namen Kurozumi reinwäscht. Sein Großvater beging wohl Seppuku, nachdem er gegen die Kozuki-Familie verloren hatte. Die Kurozumis waren früher eine der 5 großen Familien in Wano. Die 5 Clans waren Fugetsu, der Windmond, Amazuki, der Himmelsmond, wo auch Toki dazugehört, Shimotsuki, der Frostmond, wo zum Beispiel Yasui und Ryuma dazugehören, Kurozumi, die schwarze Kohle, wo Orochi dazugehört, und Uzuki, der Regenmond. Und hier habe ich als fixe Idee, dass dazu vielleicht Shiryu of the Rain dazugehören könnte. Deshalb sein Spitzname und sein Können im Umgang mit dem Schwert. Orochi arbeitete mit einer alten Frau zusammen, die frühere Nutzerin der Transenfrucht, welche Mr. Two mittlerweile hat. Und das ist echt heftig, dass Oda so alte Teufelsfrüchten noch eine Geschichte gibt. Sie arbeiten zusammen, um Orochi zum Shogun zu machen. Die Frau zeigt Orochi ihre Kraft und zeigt dabei verschiedene Gesichter. Und eines davon ist Shiki, in einer etwas jüngeren Version, aber es ist Shiki. Doch woher kennt sie sein Gesicht? Wo hat sie es mal berührt? Ist sie möglicherweise ein Teil von Rocks gewesen? Sie gibt auch Orochi eine Teufelsfrucht. Das Komische daran, diese Teufelsfrucht hat aber nicht das altbekannte Kringelmuster, sondern es sieht eher aus, als hätte es Schuppen. Im 4. Jahr von Odens Abfahrt treffen sie auf die Roger Piraten, welche gerade ein paar Marineleute besiegt haben. Roger sagt, es sei langweilig, Marineleute zu bekämpfen, außer es sind Garp oder Sengok. Er weiß, dass er nicht mehr lange lebt, deshalb denkt er darüber nach, Whitebeard zu töten und bei diesem Kampf zu sterben. Wir sehen bei den Roger Piraten auch einen Fischmenschen, was echt cool ist. Zudem, fuck, Roger sieht echt bufft aus. Was für Muskeln er hat. Das ist das erste Roger-Bild, was mir wirklich gut gefällt. Bisher fand ich immer, er sah ein wenig aus wie ein Lappen. Was auch recht cool ist, ist Shanks, der neben dem Strohhut auch noch Rogers Piratenhut trägt und Schokolade isst. Irgendwie erinnert er in dem Panel ein wenig an Ruffy. Und eine Theorie können wir getrost in die Tonne klopfen, denn wir sehen Skopagaban, was die Theorie Denjiro ist gleich Skopagaban komplett widerlegt. Und dafür die Theorien Skopagaban ist Kyoshiro oder Koshiro wieder verstärkt. Das waren die Spoiler zu One Piece Kapitel 965, wie gefallen sie euch? Ich bin extrem gehypt auf das Chapter morgen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich mega über ein Like und einen Klick auf den Abo-Button. Ich hoffe, ihr seid auch morgen dabei, meine Freunde, bei meinem Kapitel-Review, wo ich näher auf die Theorien, die ich schon habe, eingehen werde. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß
und haut rein. Ciao.